liebe Pinselpfotenfreunde, willkommen zu einem neuen Wochenvlog. Willkommen am Montag. Und ich habe heute spontan die Speedies schon gezeichnet, die ich eigentlich, glaube ich, am Mittwoch zeichnen wollte. Aber ich habe es jetzt heute schon eingeschoben, weil jetzt eine Kundin ihre Speedies ein bisschen eher gebraucht habe. Und deswegen habe ich jetzt gleich die fertig gemacht. Und bevor die abgeholt werden, zeige ich euch die. Ich hatte im April jetzt nicht ganz so viele Speedy-Anmeldungen. Aber ja, ist nicht so schlimm. Eins muss ich jetzt noch machen, das schiebe ich dann jetzt gleich noch hinterher. Aber wie gesagt, ich wollte euch die gerne noch zeigen. Wenn ihr übrigens mal bei einem Speedy Day dabei sein wollt, dann könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben. Ich brauche dafür nur ein Foto, mehr nicht. Und ihr könnt euch auch für Mai schon anmelden in dem Sinne. Und ja, genau, das wollte ich euch bloß mitteilen, dass ihr auch mal die Möglichkeit habt. Ich weiß ja nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt, dass das möglich ist. Genau, und ich zeige euch jetzt noch die Ergebnisse. Baby, was ist denn los? Hm? Haben wir heute schon Tag? Ja, das geht trotzdem, ne? Das geht trotzdem. Geh mal runter. Hallo, ihr Lieben. Willkommen am Dienstag. Ich bin gerade eine Runde mit der Anila spazieren. Abby bekommt jetzt diese Woche komplett Schonwoche. Und ja, ich habe mir diverse Meinungen eingeholt zum Thema Operation, habe dann eine Chihuahua-Gruppe rumgefragt, weil das Thema ist ja dort sehr aktuell. Und ich will nicht sagen, dass das alles ganz schön verwirrend ist und man irgendwie nicht so richtig weiß, was man machen soll. Ja, Abby wird jetzt wie gesagt erstmal die ganze Woche geschont, das heißt, sie kommt jetzt echt mal nicht raus. Auch nicht so zum Probieren, auch wenn es zu Hause super aussieht, heißt es noch lange nicht, dass es dann auch wirklich draußen so reibungslos klappt. Deswegen schon Programm. Und ja, ich überlege jetzt halt wirklich nochmal einen Tierarzt aufzusuchen, aber halt mal verschiedene Meinungen vielleicht auch einzuholen, weil ich ja auch oft jetzt gesagt bekommen habe, dass Physiotherapie schon sehr, sehr viel ausmachen kann. Da will ich halt versuchen, dann eher vielleicht auf Physiotherapie und Muskelaufbau zu setzen. Aber das muss natürlich trotzdem auch tierärztlich abgeklärt werden. Es ist halt aber schwer, jemanden zu finden, der dir, sag ich mal, eine Meinung sagt, die vielleicht nicht nur auf Geld basiert ist. Ich meine, vielleicht ist es aber auch wirklich so und es kann wirklich nur mit Operation gemacht werden. Dann verstehe ich aber nicht, warum mir so viele Leute geschrieben haben, dass es auch ohne geht. So. Naja, egal. Ja, anderes Thema. Anila ist ja mitten in ihren Stehtagen und bei ihr ist es meistens leider so, dass die Stehtage extrem lange gehen. Sie wird ja nur einmal im Jahr läufig und ich habe manchmal so das Gefühl, da holt sie halt wirklich alles nach, was da passieren muss. Und Stehtage sind bei ihr, wie gesagt, sehr, sehr lang. Das heißt, ich muss auch sehr, sehr lang aufpassen. Und es gab auch schon Situationen, wo ich dachte, okay, die müssen jetzt rum sein. Es sind 14 Tage mittlerweile. Und zu Hause, also man kann ja da, sag ich mal so, an Po-Nähe kraulen und dann sieht man das ja. Und wenn da zu Hause halt nichts mehr passiert mit ihr, denkt man halt so, ja gut, haben wir es geschafft. Dann trifft sie den nächsten Hund und zack, siehst du, dass es halt nicht geschafft ist. Ein Hund ist halt immer noch was anderes als, ja, der Zweibeiner, logischerweise, zum Testen. Hallo kleine Baby. Hallo. Wie warst du? Warst du einsam? Bist du mir auf? Komm, geh mal. Langsam. Bitte schön. Ich leg dich hin. Was ist denn los, Mäuschen? Hm? Hallöchen, liebe Pinselpfotenfreunde. Willkommen am Mittwoch. Ich bin unterwegs mit Anichen. Und wir sind heute mal nicht an der Elbe unterwegs, sondern im großen Garten. Anila an der Flexileine und am Geschirr, weil ich hier halt, sage ich mal, ein bisschen Sicherheit habe, weil hier im großen Garten eigentlich Leinpflicht ist. Und genau, Anila ist da an der Flexi und ich hoffe, dass wir da einfach nicht so viele Hunde begegnen.
Die Abby darf sich heute schon noch und ja, wir machen dann jetzt einfach mal, denke ich, diese Woche oder solange die Anila noch in den Stehtagen ist, eher Gänge in den Park, in den großen Garten, an der Flexileine. Anila macht das gar nichts aus und ja, mir gibt es einfach noch ein bisschen mehr Sicherheit. Also mir geht's jetzt, Anila, stopp, komm. Mir geht's jetzt prinzipiell nicht darum, dass Anila überhaupt nicht mehr hört, das ist es ja definitiv nicht. Aber ich sag mal, Anila, ich sag mal so, in den wichtigen Situationen oder falls sie doch halt Kontakt mit einem Hund haben sollte, dass ich sie halt an der Flexileine habe und da halt einfach noch ein bisschen mehr Zugriff auf sie habe, falls doch mal eine brenzliche Situation kommen sollte. Ich gehe zwar nicht davon aus, aber Sicherheit geht vor. Kommst du mit rüber? Das ist jetzt immer die Anila freut. Ja, die Anila riecht, ne? Ah ja, die Anila ist sogar jetzt schon, wenn die Abby da ist, in Stellung. Ja, super! Prima gemacht! Das war ganz toll! Gut! Gut! Anila! Ciao! Anil? Jawohl, klasse. So. Ciao. Komm auf Fuß. Ja, gut, super. Klasse. Gut. Gut gemacht. Und ciao. Ah. Ja, super. Ciao. Nila. Ey. Jawohl, gut. Ganz prima. Und los. Runde im Schuhschrank gewesen. Feines Kit. Ist da noch Platz für dich? Hm? Es gibt nicht so viele Updates diese Woche. Auf jeden Fall streame ich jetzt wieder und quatsche eine Runde und ja, möchte nur kurz sagen, wenn ihr mal dabei sein wollt, dann abonniert mich auf Twitch oder folgt mir am besten, folgen reicht. Dann könnt ihr dabei sein. Ihr könnt aber auch dabei sein, ohne mir zu folgen. Den Zusammenhang hier jetzt gleich mal. Der aktuelle Stand meiner großen A2-Zeichnung, ja, es geht voran. Langsam aber stetig. Hallo, liebe Pinselwurden-Freunde, willkommen am Samstag. Endlich Wochenende, ich habe es herbeigesehnt. Und ich bin mit der Anila unterwegs, wieder Solo-Runde. Die Abby muss noch 2 Tage durchhalten, aber ich finde, dafür macht es ziemlich gut. Also Anila ist schon durchgedreht, glaube ich. Aber Abby nimmt das, glaube ich, ganz gut hin. Ja, und ab Montag machen wir dann auch Muskelaufbauübungen und gehen dann wieder mal eine kleine Runde. Ich bin gespannt, wie sie läuft am Montag. Und ja, dann schauen wir mal weiter. Wie gesagt, jetzt erstmal wieder Anila eine schöne Runde gehen. Und ja, ich freue mich schon riesig, wenn die Temperaturen sich normalisieren, weil es so kalt ist die ganze Zeit und ich will endlich keine Winterjacke mehr, keine Handschuhe mehr. Es nervt. Aber gut, egal. Ja, ansonsten war die Woche geprägt von Lernen, von Pferdzeichnen, von Streamen und ja, und Gassi gehen mit Anila. Passiert gerade nicht so viel. Morgen fahren wir aber zu meinen Eltern zum Mittagessen und da freue ich mich schon.
Vor allem freue ich mich so, dass ich sie bald wieder in den Arm nehmen kann. Die sind nämlich jetzt beide geimpft. Und da ist das ja alles safe. Ja, und wir waren jetzt schon seit Weihnachten nicht mehr bei meinen Eltern, deswegen ich freue mich. So, jetzt schauen wir mal, was der Tag und der Spaziergang so bringt. Die Nila hat auf jeden Fall Freude. Aufpassen. Gut, so ist prima. Klasse, super. Klasse, gut. Nila, ah, ah, ah. Du musst halt dich ein bisschen konzentrieren, Madame. Super, das ist klasse. So ist prima. Klasse. Prima. So, Nila, geh mal, jump. Gut, super gemacht. Klasse. Nila, jump. Gut, super. Was ist denn los? Fein. Guck mal, super. Was? Ja, prima, gut. Hallo. Super. Wunderschönen Samstagmorgen, ihr Lieben. Ich bin jetzt schon fast startklar. Ich gehe jetzt gleich mit der Anila raus. Die Abby bleibt hier. Die Abby wollte heute so gerne mit. Oh, das tat mir richtig leid. Aber ich konnte sie bestechen, dass sie hier bleibt. Heute ist der letzte Tag. Abby hat einen kleinen Pansen bekommen, den sie jetzt in Ruhe snacken darf. Und ja, da bleibt sie natürlich mit Freuden hier. Und morgen werden wir es dann aber probieren. In der neuen Woche, dass wir da mal eine kleine Runde gehen und dann gucken wir mal, ob sich's gelohnt hat, die Woche Hausarrest für die Abby. Aber aktuell lohnt sich's für sie. Ne, Abby, schmeckt das? Ich hab keine Zeit, lass mich. So, die Bande hier draußen. Nein, ist natürlich ein bisschen eifersüchtig. Ne, dass sie nichts bekommt. Kette, du bekommst ein kleines Leckerli. Anina, du bekommst dann draußen Leckerlis. Hier. So, und wir gehen jetzt raus. Tintin. Klasse. Warte. Stopp. Setz dich hin. Super. Okay. Langsam. Ja, super, klasse, klasse gemacht. Prima. Super. Ja.
Prima. Nein, Mila, komm ran. Super. Bitte keinen Kontakt. Keinen Kontakt, bitte. Angela. Jawolli, gut, komm. Mielchen. Mila. Yes, super, klasse. Mila. So ist klasse. Und weiter. Gut. Schau. Mila. Mila. Anila. Gut. Kleines Lumich, darfst du heute mal wieder raus? Wie geht's los? Darfst du heute mal wieder das Haus verlassen? Wie weißt du, wo wir sind? Boah, ich kann dich so nie anleihen. Jetzt hab ich verloren. Doch. Ebi, geh mal rüber. Komm. Sitzen. Sitzen. Anja. Mila, ja, bitte. Hallo. Du bist prima. Schon seid ihr wieder komplett andere Hunde. Komplett ausgewechselt. Wieder zu Hause und ja, also es war jetzt nicht super spannend für euch, weil die Hunde eigentlich viel geschlafen haben oder halt viel Kuscheleinheiten sich gesucht haben. Am Anfang waren sie halt wieder ein bisschen gestresst, vor allem Anila, aber das gibt sich ja Gott sei Dank dann relativ schnell. Ja, und jetzt sind wir halt wieder zu Hause. Es ist aber jetzt schon relativ spät, also es ist schon nach 20 Uhr, das heißt, es kommt, wie ihr gemerkt habt, wahrscheinlich kein Vlog mehr heute online. Ich schneide den dann morgen zusammen und morgen kommt das Video dann online. Aber heute war es einfach nicht drin, wir waren jetzt von Mittag bis jetzt hier und ja, das macht keinen Sinn. Deswegen, ich verabschiede mich damit jetzt von diesem Vlog und von der letzten Woche von euch und hoffe, ihr seid dann nächste Woche wieder mit dabei. Könnt gerne den Kanal abonnieren, dann verpasst ihr keine weiteren Videos mehr. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Start in die neue Woche. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und ciao. Yeah, 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 yeah. Lecker schmecker Pizza. Lecker schmecker Pizza. Und Harry Potter. Yay!
Pop.